Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warlord 76. Heute wieder mit einer erneuten Schatzsuche. Vorher werden wir aber diesen Punkt da hinten erkunden, denn wir sind ja eigentlich hier auf Erkundungstour, nicht nur auf Schatzsuche. Wir wollen ja auch ein bisschen Sachen erkunden. Bisher bin ich leider an ein paar Sachen vorbeigelaufen, die wir hätten erkunden können. Naja, passiert. Aber wir gucken einfach mal nach. Nach. Das habe ich gehört. Junge, du hast mir ins Ohr gestöhnt. Ich vermisse irgendwie meinen Schaden. Ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Ja, wir wollen aber auf jeden Fall zum Ausguck. Mal gucken, was da so abgeht. Ach ja, ich liebe dieses Beutetier. Es ist so schön, einfach hier überall hochzuspringen zu können. Denn im Endeffekt brauchen wir Kleber. Eine Menge davon. Und bisher sind meine Pflanzen immer noch kaputt gegangen. Und die Reparaturkosten haben irgendwie alles verschlungen, was ich gesammelt habe. Ist ein bisschen doof. Aber naja. Kann ich den Sprung darüber schaffen? Ja, ne? Stimmt. Widow's Perch. Ich hätte ihn gar nicht schaffen müssen. Hätte ich das nicht überleben sollen? Habe ich die Schuhe, die das verhindern sollten? Jetzt schwören können. Naja, zum Glück sind wir ja nicht im Überlebensmodus. Ah, ist doch tiefer, als ich dachte. Aber zumindest haben wir hier einen Safe gefunden. Komm, Kleber. Wow. Ist ja der Wahnsinn. Er wird hier Luder sein. So, Kleber. BTF. Was machst du denn da? So, eine Rüstungswerkbank. Können wir mal ganz kurz den hier loswerden? Werden wir nicht benötigen. Und das Ding loswerden. Das ist eine Rüstungswerkbank, ne? Jetzt können wir einmal ganz kurz gucken. So. Und zwar. Wieso haben wir die nicht verkauft? So, des Akrobaten. Taschen. Ja. Boom. Ja, hier wird es keine Taschen geben. Ich könnte Leichtbau machen, um das Ganze leichter für mich zu machen. Da würden wir ja ein bisschen Gewicht sparen. Aber den Kleber gebe ich noch nicht aus. Moment. Hatte ich nicht noch mehr Zeugs gedünst? Irgendwas stand da gerade mit Master irgendwas. Ultraleichtbau. Sowas benötige ich. Komm, hier, dieser Akrobaten. Nee. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Zusätzliche Taschen. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Benötigt Skills Rüstungsmeister 3, okay. Danke für Ihre Kurve. Jetzt weiß ich, was jetzt nächstes kommt. Tod von oben, wo? Alles klar. Das ist nicht so wild. Okay. Jetzt wissen wir, was wir auf jeden Fall machen wollen demnächst. Rüstungsmeister, ganz wichtig. Damit wir die Taschen kriegen, die wir dringend benötigen. Oh, ein Stim. Jetzt können wir auch gucken, was sich hier befindet. Ein Stim! Ein Radio, das nervig ist. Und eine Karotte. Wow. Die Karotte hält natürlich in dem Kasten länger als in meiner Tasche, sollte man wissen.
Ja. Okay. Nächste Karte, bitte. Ich bin echt gut drauf momentan mit dem Schatzkarten sammeln. Cranberry Bock. Oh, Rezept. Savage Divide 05. Moment. 10. Also, wir haben hier Osten. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie ein zerrupfter Wald. Wo könnte denn hier ein zerrupfter Wald sein? Das ist Cranberry Bock, oder? Das heißt, es muss ja quasi hier in diesem Übergang sein. Aber ich habe halt keine Anhaltspunkte. Bis auf Osten. Ich sehe ein Auto. Ich sehe Bäume. Ist das ein Riss? Wir sind auf jeden Fall irgendwo in der Nähe der Berge. Aber es hilft mir alles nichts, Alter. Ist da irgendwo ein Riss? Cranberry Bock war doch das hier, oder? Ich muss kurz gucken. Cranberry Borge. Ja, das ist das rote Gebiet. Mir wird zwar irgendwie ein rotes Zeug angezeigt, aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Ich wollte gerade sagen, was ist das für eine schreckliche Musik? Also ich nehme an, das könnte halt hier sein. Weil es ist auch in der Nähe von Bergen. Wir gucken einfach mal. Ich meine, wir haben es ja. Es sah schon nach Riss aus, oder? Es könnte überall da sein. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir Richtung Osten gucken. Hier sind Risse. Also ich glaube nicht, dass das da ist, oder? Ich zweifle das irgendwie ein bisschen an. Ist jetzt Feindes? Ja, ist gut. Braucht keine Sau. Es waren solche verstümmelten Bäume. Es ist... Oh, das ist echt nicht... Da ist eine Schneise zwischen den Bäumen. Keine Ahnung. Wir gucken mal hier rauf. Westen. Irgendwo auf Bergen. Das da könnte ein Camp sein. Ist das da hinten Top of the World? Ich glaube, das ist Top of the World. Das heißt, wir gehen in diese Richtung. Okay. Widmen wir uns der Geschichte. Ich glaube, das ist einfach, weil da haben wir wenigstens einen Anhaltspunkt. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen weiter oben. Und da ist ein Camp. Eventuell Fort Defiance? Schwer zu sagen. Aber wir müssen sowieso erstmal Top of the World sehen können, ne? Das heißt, wir müssen da hoch. Gehen wir mal hier hin. Also, die Cranberry Bock 10.
Die spare ich mir auf, weil die könnte ein bisschen schwerer werden. Ich kann Top of the World nicht sehen. Oh, guck mal, da ist eine Höhle. Gehen wir da hin. Aufmerksamkeitsdefizit. Was wollte ich gerade noch? Oh, und noch ein Kern für mich. Dankeschön. Das heißt, um der ganzen Sache näher zu kommen, müssen wir hoch, ne? Hunter's Will? Wo ist der Westen? Der Westen ist direkt neben... Ja. Das muss Hunter's Will sein. Oh, sei bitte nicht oben, Höhle. Scheiße. Nein. Oh, komm ich irgendwie hoch? Oh, nein. Komm ich nicht. Oh, das ist ja ätzend. Oh, doch. Oh, Gott sei Dank. Was macht eine Höhle hier oben? So, mit Beutetier ist das aber alles kein Problem. Da guck mal einer an, was ist das denn hier? Das ist doch keine Höhle. Wo sind hier die Gegner? Alles gut. Wir haben nur mein Ziel gebrochen. Ah, leer. Bergwerk Lucy Hole. Leckerer Stechflügeleintopf. Lose Schrauben. Ja, die brauche ich eigentlich gar nicht mehr. So viel Zeug kann ich mit losen Schrauben gar nicht anfangen. Das Einzige, was hier in der Nähe ist, ist eine Piepfliege und Kakerlaken. So, was habt ihr mir denn hier so hingestellt? Ein Raum mitten im Radio. Ah, ich sehe schon, ihr verarscht mich. Das muss es sein. Wieso existiert ein Raum, ein einziger Raum mit einem Radio? Haben sich da die Überlebenden vielleicht versammelt, um, keine Ahnung, sich verarschen zu lassen? Weiß es nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall in Lucy Hole hinein. So. Er stimmt zu. Denn Opfergabe an ihn ist zufriedenstellend. Opfergabe. Bezweifle, dass wir es hier nur mit Kakerlaken zu tun haben, weil wir hier Dosen haben. Hm. Na, wir haben erstmal noch ein paar Terminals hier, ne? Gucken wir uns jetzt mal die Terminals an. Muss das sein? Warum quälst du mich, Spiel? Erstmal den Becher weggepfeffert. Consume. Damaged, okay, komm. Bitte einmal zurücksetzen. Danke. Endlich mal funktioniert es. Weil diese Taktik ist ehrlich gesagt eigentlich für den Arsch, weil immer... Wenn du darauf zielst, die Versuche zurückzusetzen, gibt es das einfach nicht. Und das Spiel denkt sich einfach nur, ah, ich hab die verarscht. Aber diesmal habe ich Glück gehabt. Das lief gut. Also gut, wir hatten, ich weiß nicht mehr was. Kann ich wieder hochscrollen? Central?
Favorite? Favorite. Damaged haben wir, glaube ich, probiert, oder? Success kann es nicht sein. Drained. Damaged. Hashtag Hunting. Wieso kann es damaged nicht sein? Das heißt, es geht gar nicht um das ED am Ende. Was? Also das könnte noch hinkommen, aber es geht ja nicht um das ED am Ende. Ich kotz gleich, ey. Oh, diese Scheiße. Oh. Ist mir egal, wir ziehen das jetzt hier so durch. Da, Favorite, schon wieder Favorite. Die verarschen mich doch, die lachen mich aus. Ich hasse euch. Es ist so nicht. Kannst du nicht irgendwie einmal auf meiner Seite sein? Ho links mit 3. Wir kommen der Sache näher. Was haben wir denn hier? Heiz. Ho links. Roaming. Gott, Roaming ist so nah dran. Was klingt so ähnlich wie Roaming? Ich muss erstmal. Vielleicht kriegen wir die Versuche wieder. Falls wir irgendwas kriegen. Da, guckt's euch an, das Spiel lacht mich aus. Oh, Versuche zurückgesetzt. Sehr schön. So, Roaming. Farming. Sagen wir mal, das Ing am Ende ist richtig. Weil Roaming funktionierte. Wird vielleicht das R richtig sein? Was haben wir denn hier noch für? Legends, Weißes, Shadows, Farming, Knights, Wonders, Legion. Ihr verarscht mich doch hier. Hier gibt's kein. Waring. Seltsame Frau. Eine alte Dame hat sich nach einer Tour durch das Bergwerk erkundigt. Haben sie abgewiesen. Das Gebiet ist immerhin gefährlich. Aber das hat sie nur verärgert. Hat irgendwas vor sich hingemurmelt. Mussten die Protectors holen, um sie vom Gelände zu eskortieren. Ich werde mal bei der... was? Allegheny-Anstalt anrufen. Nachfragen, ob dort zuletzt jemand ausgebrochen ist. Arme Frau, hoffentlich hilft ihr jemand. Machen dicht. Haben Anweisungen erhalten, alles zu schließen. Wird auch Zeit. Hasse es zwar, Bergwerke dicht zu machen, aber das hier ist komplett erschöpft. Ich schalte gerade die Pumpen ab, als mich auf einmal das Gefühl beschlich, dass mich jemand beobachtet. Schon wieder diese alte Dame. Aber dieses Mal hatte sie ein paar Freunde dabei, haben mich über das Bergwerk ausgefragt, wollten die Tiefen sehen, wollten, dass ich sie ihnen zeige. Gott, steh mir bei. Ich hab mich aus dem Staub gemacht. Einbruch. Ich weiß nicht warum, aber ich musste das Bergwerk ein letztes Mal überprüfen. Und ganz klar, alle Schlösser, die wir angebracht hatten, waren aufgebrochen. Von mir aus, wir wollen sie gar nicht. Die Mine gehört jetzt euch. Nur bleibt einfach da unten, okay? Ihr stört uns nicht, wir stören euch nicht. Abgemacht. Und das schreibt er in ein Terminal, das er vorher mit einem Passwort verschlossen hat. Sehr schlau. Diese Nachricht haben sie definitiv erhalten. Vor allem die alte verwirrte Frau. Die wird imstande sein, deinen komischen Code zu knacken. Safe-Steuerung. So, die Frage ist, was machen die hier unten? Die werden sich bestimmt nicht im Kreise drehen und sich die Hintern anfassen, oder? Ich meine, hier ist alles möglich. Ha! Plasmakartusche.
Okay. Hier sind irgendwelche Fanatiker unterwegs. Das wissen wir. Wo geht's hier hoch? Ach, zum Kochen. Geh mir aus dem Bild. Gib mir das Fleisch. Was haben wir denn hier? Die Erwählten. Der Eindringling ist hier. Ich kann es deutlich spüren. Letzte Nacht hat er mich gerufen. Die Vision war stärker als alles andere. Jetzt werde ich zu ihm gehen. Überall sind die Zeichen, dass nicht nur ich dem Ruf folge. Aber wo die anderen gescheitert sind, werde ich siegen. Denn am Ende ruft er mich ganz alleine. Bevor ich tiefer vordringe in die offenbarten Verwandlungen der innersten Natur, lass die Welt wissen, dass der Eindringling Jeff Lane als Medium des Unwissbaren erwählt hat. Nur gemeinsam manifestiert sich endlich die verborgene Realität. Der Typ hat echt einen Schaden. Verborgene Realität. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie vielleicht hier zu... Wie hießen die Dinger nochmal? Diese Menschenfresser, die Kannibalen geworden sind. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ihr wisst, was ich meine. Diese komischen, nackten Verrückten. Siehe da, nackte Verrückte. Ich weiß nicht mehr, was das hier darstellen soll. Ist das eine Kakerlake? Ach, guck mal, Türen. Ach, guck mal, ich bin durstig. Da, ein bisschen Alkohol. Yeah, komm. Zieh's dir rein. Der einzige Vorteil, den ich hier gerade sehe, ist, dass ich wahrscheinlich unendlich Haarklammern habe. Ich kann ja eigentlich den ganzen Tag verzweifeln. Es wird meiner Psyche wahrscheinlich nicht gut tun und ich laufe irgendwann hier nackt durch die Gegend und schreie. Aber eines Tages werden wir es öffnen. Es ist ein Zweierschloss, nicht mal ein Dreier. Puh. So, und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Will kurz gucken, was hier ist. Wieso sind hier überall Kakerlaken? Ich kann mein Visier nicht sehen. Diese Unsichtbarkeit, Mann. Wie fester, dieses Problem besteht seit Anfang an. Du wirst ja wohl ein Lichtpunktvisier haben können. Ich meine, eine Tarnung ist natürlich klar. Du bist getarnt. Aber doch nicht der Lichtpunkt. Was für ein Idiot tarnt bitte sehr seinen Lichtpunkt? Er hat doch keinen Zweck mehr. Grubenhauer? Ach, sind die hier zu Grubenhauern geworden? Sind das vielleicht echte Menschen gewesen? Surprise! Das war wirklich eine Überraschung. Komm, riss jetzt ein mit der Faust. Komm, Nahkampf-Battle! Wer gewinnt? Natürlich der Bessere. Nein, ich habe die Rakete eingesammelt. Wer ist jetzt der Bessere? Ich hoffe, das war die Leiche. Wobei, hoffentlich nicht. Das wäre gruselig. Ups, war ich nicht. Ich bin doch in Gefahr. Irgendwer weiß, dass ich hier bin. War ja klar. Hört doch einfach auf mit euren Raketen in der Höhle rumzuschießen. Wie dämlich ist denn das bitte? Hätte ich nur meine Kralle. Hätte ich jetzt meine Kralle. Ah, ich habe meine Kralle, oder? Nein. Hä? Ist die nicht kaputt? War hier nicht gerade jemand? Immerhin zwei Schläge. Besser als gar nichts. Ich liebe die Kralle.
Aber leider war das schon der maximale Damage, den wir hier, glaube ich, hinkriegen können. Gibt's noch eine andere Karte, Leute, die man benutzen könnte? Für waffenlos. Ich frage jetzt mal so einfach in die Runde. Ich hoffe, jemand weiß das. Wo ist hier alles verschlossen? Ich dachte, alle Schlösser waren aufgeknackt. Wieso sind die jetzt alle verschlossen? Die Lore ergibt keinen Sinn. Oh Gott, ist das verzweigt hier. Ich muss eigentlich nochmal zurück und den Rest erkunden. Ich dachte, hier geht's nur einmal ganz kurz rein. Dann ist da irgendwie so eine Sprachnachricht. Haha, wir sind jetzt Kannibalen. Das ist so cool. Willkommen bei den coolen Kids. Aber eigentlich ist das alles so weitläufig. Aber Freunde, dann sparen wir uns das einfach für die nächste Folge auf. In diesem Sinne, haut rein, euer Zero. Tschüss.